Ja. Und wieder ist Sonntag. Crazy One war unterwegs. Höchstwahrscheinlich das letzte Mal im Osnabrücker Land. Achim hat eine Tour vorbereitet. Letzte grüne Fleck, den er gefunden hat, freien. Ich glaube, es waren 18, 19 Kilometer. 18,8. 18,8, okay. Sehr viele Highlights geplant. Sehr attraktiv, muss ich sagen. Zwei Türme haben wir dabei. Hoffentlich sind auch die Türme mal auf. Zumindest einer, wenn ich denke. Einer ist aus Beton. Von okay, ja, gut. Wie gesagt, ich lasse mich mal überraschen. Ich weiß nicht ganz so viel dafür. Für mich ist das ja vielleicht noch interessanter, wie ich bei Aachen, weil ich halt die Touren nicht ganz so gut kenne. Aber wie gesagt, wird bestimmt Spaß machen. Ja. Startpunkt war ein Parkplatz am Panoramabad. Und müssen jetzt halt noch ein bisschen durch die Straßen hier gehen, bevor wir dann in den Wald kommen. So, Aachen. Ja. Dann lass uns los. Ja, was haben wir das? Was ist das denn? So. Das erste kleine Highlight hier. Ein kleiner See unten. Oh, die Gedenksteine von vorne aus. Mal gucken. Was haben wir denn hier? Theodor Holste. Holste-Teich und die Parkanlage. Jetzt gucken wir uns erstmal das. Okay, was ist denn der? Ah, die Hüttenwerke haben die gegründet. Die Direktoren. Naja. Sieht man, wo damals das Geld war. So. Ja, gehen wir mal 28 Meter daneben. Das ist ja wie mit der Höhe, ja. Ja. Bei einem schönen Aufstieg, den man ein bisschen gefordert hat, kommen wir zum ersten Turm. Wir sehen jetzt hier, das ist der Betonturm, wir kriegen noch einen Holzturm, sagte Achim eben. Mal gucken, ob wir da hochkommen. Ich denke schon. Abgesperrt. Das war's. Mist, schade. Ja, haben wir heute kein Glück, ne? Ja. Leider nicht begehbar. Wieder eine Frechheit, ehrlich gesagt. Ja. Ja, nur weil die blöde Post da, weil sie kommen, ihre Antenne da aufgespielt hat. Tja. Gucken wir rein. Können wir nichts machen. Komm, kletter über den Tisch. Ne, da hinten, guck mal, da hinten, da haben sie schon aufgemacht. Ja, komm, hoch. Das ist das Scheiße. Am Platz ist, dann macht man nicht ein. Man will jetzt ein bisschen von oben gucken, ja. Hast nichts gesehen, ne? So. Ah. Spitze. So gefällt uns das. Ja. Super. Dann mache ich mal. Ein kleines Video. Mach mal. Ja, auf der Seite sieht man nicht so viel. Halt mal wieder. Ja, da hinten, da könnte der andere Turm sein. Mal das sehen. Ah, das ist ja der Bösewicht. Deswegen ist der Turm gesperrt. Ja, komm. Kurz ein bisschen Wasser hier trinken, ich muss mal Fotos machen. Ja, komm, Foto. Nach vielen, vielen Metern, die wir gewandert sind, Berg hoch, Berg runter, kommen wir zum, was ist das dritte Highlight, was hast du gesagt? Dritte oder vierte? Ich weiß es nicht genau. Und zwar ist das die Königsbuche. So, hier haben wir sogar ein Schild, haben wir hier. Die Frage, wahrscheinlich gepflanzt seid ihr zum König da war, oder? 250 bis 300 Jahre alt, sie hat einen Stamm von 5 Meter, Gesamthöhe von 36 Metern und eine Kronenbreite von 28 Metern. Na, jetzt wohl nicht mehr, ne? Ja. Von wem und warum sie mit der Königshöhle betroffen ist, lässt sich nicht mehr ermitteln. Nach der geschichtlichen Überlieferung war diese Altbuche ein markanter Grenzbaum. Na gut. Gut. Ja. Ja, leider alles abgeschnitten. Wir kommen zu dem, aber trotzdem ganz schön, nächsten Highlight. Ein Fliegergedenkstein. Hier stürzte ein Flugzeug ab. 2 junge Flieger sind gestorben. Und die Wanderer sollten hier verweilen und bedenken, dass das Leben halt. Nicht unendlich ist. So. Das ist eine, das kannst du über den Regenschirm meckern. Nein, das ist schon durch die Straße und alles. Ach, dann wollte über den Regenschirm. Man muss sich ein bisschen für dich tragen. Ja, immer, er muss immer ein bisschen für dich tragen. Ja, du bist halt der Schlepper. Der Schlepper. Jeder muss einen kleinen Muli haben. Der Tristan nicht da ist, musst du das machen. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Highlight. Ja, richtiges Highlight ist es auch nicht, denke ich. Ja, das ist gut. Ja. Eine Gedenkstätte. Mit Kerzen und abgeschlossen. Ja, ja, 2 Schlösser sind hier. Gut. Ja. So, okay. So. Wir sind beim 2. Turm angekommen. Ich glaube, das 6. Highlight. War doch Punkt 6, ne? Haben gerade eine extrem anstrengende Tour hinter uns, was heißt Tour? Etappe. Was ist denn hier anstrengend? Ja, haben wir vorhin schon gelesen, dass der Turm wohl gesperrt ist, wie der andere. Ich weiß aber nicht warum. Ja, weiß ich auch nicht. Ah, hier ist ein Vermessungsstein, okay. Guck mal. Wo ist denn der Stein da? Da ist der Stein. Königreich Hannover. Okay, so, gut. Also, Vermessungsstein. Von 1830. Was ist das jetzt? So, dann kommen wir vorne nach. Das Übliche. Wandern auf dem Ahornweg. Genau, das Ahornblatt. Da ist die Tour. Hm. Ja, haben wir jetzt nichts offen. Irgendwelche Instabilitäten haben die hier, glaube ich, gefunden und deswegen ist der Turm gesperrt. Ja, so instabil sieht er nicht aus. Das sind schlimmere Holztürme. Nächster Highlight. Ja, das haben wir das erste Mal gesehen, dass sie hier riesen Schilder für Blinde hier scheinbar aufgestellt haben. Ja. Richtig ja, hübsch. Da haben wir jetzt noch ein paar Punkte irgendwo drin, aber ja, die sehe ich nicht. Stimmt, stimmt, hast recht. Das soll, aber das ist die, das die soll die, aber ich muss weiter zurück. Das ist so. Die Krause Eiche. So. Ja. Okay. Interessant. Was wissen wir darüber? 150 Jahre alt oder was? Ja, ich guck mal drauf. Alt. Oh, das Schild liegt hier auf dem Tisch. Liegt hier. Ja. Das liegt auf dem Tisch. So, Wanderer lustig zu und such dir deine Ruhe, doch halt unsere Wälder. Achso, das ist so. Nichts weiter zum. Steht aber nicht zum zur Eiche drüber. Zum Alter. Ne, gar nichts. 200. Ja. 220 ungefähr. Ja, paar wird, die wir auf dem Buckel haben. Ja. Aber warum die jetzt Krause Eiche heißt, weiß ich auch nicht. Gucken wir nochmal ganz hier. Oh, ich glaube, da hat Frederike auch zugeschlagen. Das sieht ziemlich frisch aus. Der Ast da oben. Hä? Abgebrochen. Ja. Die liegt da noch. Da ist er doch. Was denn? Das ist er. Ja. Das ist der Ast davon, siehst du? Ja, ja, stimmt. Ja, gut. Bisschen schade bei so alten Bäumen, ne? Ja. Nun gut. Was haben wir jetzt noch? Wie viele Highlights haben wir jetzt noch? Auf jeden Fall noch die Gaststätte mit Kaffee und Kuchen. Achso. Ne, guck mal, ich glaube, eins ist hier noch. Rastplatz mit schöner Aussicht, okay. Ja. Dann haben wir noch Rastplatz mit schöner Aussicht. Treppenaufstieg, habe ich den doch mitgenommen. Treppenaufstieg, wobei das für mich kein Highlight ist. Ja. Und dann haben wir noch, ja, Forsthaus Oesede. Gut, dann müssen wir mal gucken. Ja. Ja. Dann weiter. Ja. So, die Tour ist beendet. Wir kommen zu unserem allseits beliebten Fazit. Ich muss sagen, hat mir sehr gut gefallen. Haben jetzt hier irgendwie etwas über 19 Kilometer hinter uns. Zwischendurch noch ein kleines Päuschen gemacht. Kaffee und Kuchen. Zwischendurch sehr anstrengend. Ich weiß nicht, was Achim da gebastelt hat. Ging immer hoch und runter, hoch und runter. So sollte das ja sein, ne? So war schon anstrengend, war schon anspruchsvoll. Ja, wir sind schon so ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Aber war trotzdem toll. Viele tolle Sachen gesehen. Die Highlights gingen. Leider waren halt beide Türme ja gesperrt. Aber einen sind wir ja hochgegangen. Einen haben wir uns ja trotzdem zur Brust genommen. Und von daher, ja, hat mir gefallen, muss ich sagen. Und du, Achim? Ja, mir hat es auch gefallen. Ich fand es aber auch wirklich anspruchsvoll. Und sonst, hast du schon gesagt, das Wetter hat gut mitgespielt. Es war nicht warm, sonst hätten wir noch mehr geschwitzt, wie wir eigentlich schon geschwitzt haben, weil ich hoch immer. Und das war auch vom Vorteil. Ja. Und die Highlights, gut. Das sind ja, wir sind das ja schon gewohnt. Ja, so ein paar Türmchen. Das ist halt so. Gut, ja. Ich weiß nicht, was als nächstes geplant ist, müssen wir mal gucken. Ansonsten, ja, wir sehen uns auf der nächsten Wanderung. Bis dann. Tschüss.